Ich habe im Prinzip das Licht, die Lichtgestaltung in den Filmstreifen gelegt. Ich habe den Filmstreifen auf eine ganz besondere Art bearbeitet, was man sozusagen heute nicht mehr machen muss, weil man das digital alles nachvollziehen kann. Aber die Frage ist, ob man das heute überhaupt noch in dieser Form so machen würde, weil man ja ganz viele andere Möglichkeiten hat, ehe man sozusagen dahin kommt. Also der erste Punkt war, ich habe das Highspeed-Material, das 500 ASA-Material forciert entwickeln lassen, zwei Stufen. Das hat dann eine Nennempfindlichkeit von 2000 ASA. Das bedeutet, dass man in der Stadt überall drehen kann, wo überhaupt auch nur ein bisschen Licht ist. Ich habe es dann aber nicht mit 2000 ASA belichtet, sondern überbelichtet mit 1200 ASA, was dazu führt, dass da, wo es hell ist, wo Lichter sind, ein gewisses Ausbrennen entsteht. Also das heißt ein gewisses Gleißen. Und das ist der Effekt, den wir haben wollten, den man hat, wenn man sich in der Dunkelheit bewegt und dann doch mal ins Licht kommt, was ja in der Stadt oft passiert ist und geblendet ist. Dieser Effekt entsteht dadurch. Ein anderer Aspekt, den wir uns überlegt haben, war der, dass ja das Filmmaterial im Prinzip die Wirklichkeit immer verschönt. Also es sieht eigentlich immer bunter aus, wie man es sozusagen in Erinnerung hat. Dem sind wir entgegengegangen mit der sogenannten Bleichbandüberbrückung, die war damals sehr schwer in Mode. Das ist im Prinzip für den Laien sowas Ähnliches. Also jeder Farbfilm, jedes Farbnegativ hat auch noch ein Silberbild drin, das sozusagen der Auslöser ist, dass auch die Farbschichten sich entwickeln. Dieses Silberbild, das ist sieht ganz genauso aus wie im Prinzip wie ein Schwarz-Weiß-Negativ. Das wird im Bleichbad dann am Ende ausgewaschen. Wenn man das überbrückt, Bleichbadüberbrückung, wird es nicht ausgewaschen. Das heißt, man muss sich vorstellen, dass der Farbfilm im Prinzip wie ein Sandwich noch mit einem Schwarz-Weiß-Film überlappt ist. Was hat das zur Folge? Das hat zur Folge da, wo sozusagen viele Pixel sind, viele Silber-Halogenide, dass dort sozusagen doppelt viel ist. Also schwarz wird schwärzer. Da, wo nichts ist, wo es eh weiß ist, wo es durchsichtig ist, passiert gar nichts. Da ist ja dann auch kein Schwarz-Weiß-Bild da, also kein Schwarz-Weiß-Negativ oder positiv in dem Sinne. Man kann es nämlich sowohl im Negativ als auch im Positiv machen. Es hat aber auf die Farben hat es die Auswirkung, dass die Farben entsättigt werden. Und das war deswegen damals so in Mode, weil das war die einzige Möglichkeit, chemisch Farben zu entsättigen. Heute geht man einfach an Regler und geht an den Chroma-Knopf und dreht Farbe raus. Das war damals so die einzige Möglichkeit. Sah aber auch ein bisschen anders aus, weil bestimmte Farben, besonders Blau- und Rottöne, kräftiger bleiben und andere Farben, Gelb- und Grüntöne, fast verschwinden. Das hatte den Effekt, dass unsere Protagonisten, die Hauttöne, die sahen alle bleich aus, was in dem Fall gewollt war. Dass kräftige Farben, die jetzt keine Wärme implizieren, wie ein Rot, was ins Purpur geht und ein Blau, sehr schön hervorstechen, während alles, was Gemütlichkeit impliziert, gelb oder grün, verschwindet.